Heute habe ich ein ganz besonderes Bonbon für Sie. Ich konnte Dr. Carsten Behrens für ein Expertengespräch zum Thema KI und Prozessmanagement gewinnen. Es ist mehr als verblüffend, was mit dem Einsatz von KI jetzt schon wirklich möglich ist. Damit unser Gespräch nicht nur visionär theoretisch bleibt, so habe ich in diesem Video manche Aussagen von uns und Ideen zur KI direkt überprüft. Das ist echt der Hammer. Ganz ehrlich, da bleibt in den nächsten Jahren bei Arbeitsplätzen und Geschäftsmodellen von Unternehmen kein Stein mehr auf dem anderen. Los geht's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kurze Vorstellungsrunde. Wäre schön, Herr Dr. Behrens, wenn Sie sich unseren Zuhörern mal kurz vorstellen. Ja, genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Carsten Behrens, bin Gründer und Geschäftsführer der Modell Aachen GmbH. Das ist einer der Softwareanbieter in Deutschland, die sich um Managementsysteme oder Managementsystemunterstützung kümmern, inklusive Prozessmanagement, Audit, Maßnahmenmanagement, Projektmanagement und Ähnlichem. Genau, vielleicht noch zwei Sätze zu mir als Person, dass ich für die Zuhörer nicht ganz so anonym bleibe. Ich bin von Haus aus eigentlich Ingenieur. Ist nicht so viel von übrig geblieben, sage ich immer ganz gerne, aber eigentlich Maschinenbauingenieur. Dann eine Zeit lang bei BMW im strategischen Management gewesen. Dann in Aachen promoviert im Themenfeld Prozessmanagement und Qualitätsmanagement. Und aus der beratenden Tätigkeit dort am Institut ist dann eben die Idee entstanden, dass man Prozessmanagement eigentlich ganz wunderbar auch über die Wiki-Technologie oder insgesamt über Social-Media-Prinzipien lösen kann. Das war so 2006 und vom Institut aus haben wir dann viele Vorträge gehalten, um diesen Lösungsansatz bekannt zu machen, dass man Managementsysteme auch ganz hervorragend partizipativ ausgestalten kann über Social-Media-Prinzipien. Und das stieß auf so gute Resonanz, dass wir dann 2009 Modell Aachen ausgegründet haben, operativ zu zweit gestartet haben. Und mittlerweile mit gut 50 Leuten und knapp 1000 Kunden unterschiedlicher Größe und Branche unterwegs sind. Jetzt ist ja derzeit KI, also die künstliche Intelligenz, eigentlich so in aller Munde. Also alle arbeiten jetzt mit textbasierter generativer KI und lassen sich alle möglichen Fragen, die ihnen durch den Kopf schießen, irgendwie beantworten dadurch, die oft gut beantwortet werden, manchmal aber auch ein bisschen fragwürdige Lösungen irgendwie bringen. Jetzt lassen wir uns mal weiterdenken, KI im Bereich Prozessmanagement. Jetzt gibt es ja die verschiedensten Prozessmanagement-Disziplinen. Das beginnt ja erstmal bei der Strategie eigentlich, wo möchte ich irgendwo hin mit meinen Prozessen? Möchte ich Prozessmanagement im Unternehmen wirklich etablieren? Was habe ich da davon? Wenn wir jetzt KI dort einsetzen, wie sehen Sie dort Möglichkeiten, dass die KI mich dabei unterstützen kann, erstmal auch die Fragen vielleicht zu beantworten, warum macht es überhaupt Sinn, in meinem Unternehmen Prozesse zu organisieren? Genau, also aus meiner Sicht ist der Einsatzbereich sehr vielfältig und zwar nicht erst in Zukunft, sondern tatsächlich heute schon. Jetzt, wenn man zum Beispiel mit OpenAI, also ChatGPT, interagiert, kann man jetzt schon ganz gewaltig Prozessworkshops und Ähnliches beschleunigen. Würde ich auch dringend tun, das einfach auszuprobieren, damit herumzuspielen, denn beschleunigt schon jetzt ganz gewaltig. Also ich würde sagen, so 30% Beschleunigung in der Vorbereitung von den Workshops ist absolut realistisch. Haben Sie da ein Beispiel, wie so eine Beschleunigung aussieht? Weil das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber was mache ich jetzt da? Das ist, glaube ich, bei vielen Lesern und Zuhörern immer so ein Thema eigentlich. Alle reden davon, das ist alles super, aber wie mache ich es denn eigentlich? Genau, also grundsätzlich erstmal, wie komme ich zum Login bei ChatGPT? Dann geht man einfach auf die Website openai.com oder man kann auch einen alternativen Anbieter finden, aber das ist jetzt der bekannteste. Besorgt sich da einen kostenfreien Login, dann bekommt man diese Version 3.5 als kostenfreien Zugang. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version 4, die braucht man aber eigentlich für den Alltag nicht unbedingt. Und dann kann man mit ChatGPT so interagieren, wie wir das bei WhatsApp oder bei Microsoft Teams kennen, dass wir einfach mit einer Person kommunizieren, also chatten, wobei das eben keine reale Person ist, sondern eben eine KI, eine künstliche Intelligenz, die dort antwortet. Und wie kann ich das jetzt nutzen für zum Beispiel das Themenfeld Prozessmanagement? Im Prozessmanagement kommt man immer irgendwann an den Punkt, dass man sagt, jetzt muss ich irgendwie mal einen Prozess modellieren, mal einen Prozess beschreiben. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, den Wareneingangsprozess. Was machen wir eigentlich, wenn da die Ware ankommt? Und es ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man dann vor einem leeren Blatt Papier sitzt und überlegt, ja, wie modelliere ich das dann jetzt? Wie fange ich denn jetzt an? Was ist denn so der erste Schritt? Oder wo hört das eigentlich genau auf? Und wie detailliert sollte ich das eigentlich beschreiben? Diese Fragen, die kommen eigentlich immer bei Prozessmodellierung. Und was man jetzt super machen kann, ist, dass man einfach mal bei ChatGPT sagt, bitte beschreibe mir doch einfach mal einen Prozess für einen Wareneingang. Ich bin ein, was weiß ich, 200-Personen-Unternehmen, stelle Drehteile für die Automobilindustrie her oder was auch immer, verwende als Warenwirtschaftssystem irgendwie Abbas oder irgendwas, ein anderes Mittelstandswerkzeug. Bitte gib mir doch mal einen 20-schrittigen Wareneingangsprozess aus. Und zwar in den Spalten, zum Beispiel Beschreibung, Input, Output, verantwortlich mitwirkt.
Also den klassischen Cypok kann ich mir von der KI generieren lassen. Zum Beispiel, genau. Und dann, das ist jetzt so eine vereinfachte Cypok gewesen, was ich gerade beschrieben habe. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und man wird dann feststellen, dass das ganz sehr, sehr brauchbar ist, gerade wenn man sich so ein bisschen übt in der Formulierung, wie bringe ich das vernünftig ChatGPT rüber, meine Frage, dann kommen da sehr, sehr brauchbare Ergebnisse raus. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das das Richtige ist, was da steht, aber es gibt einen sehr, sehr guten Rahmen, mit dem ich einfach mal in so einen Prozessworkshop reingehen kann. Und dann ist sowas wie, was ist denn Anfang, was ist Ende, was ist der richtige Detaillierungsgrad, ist dann eigentlich schon ganz gut geklärt. Und ich muss dann nur noch mit meinen Beteiligten, meinen anderen Prozessbeteiligten darüber nachdenken, was ist denn bei uns anders als jetzt bei diesem vielleicht noch etwas generischen Vorschlag. Und das geht viel, viel schneller, als beim leeren Blatt Papier anzufangen zu modellieren. Ah ja, verstanden. Also es hilft mir quasi als Fachfremden, die richtigen Fragen zu stellen an die Experten, die mir dann den Prozess helfen, wirklich gut zu modellieren. Ganz genau. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und das kann man wirklich sehr gut machen. Es gibt aber viele andere Beispiele, was man auch jetzt schon wunderbar machen kann. Wir kommen so bei Modell Aachen so auf mindestens 30 sehr pragmatische Use Cases, also Anwendungsfälle, wofür man das heute schon nutzen kann. Aber zum Beispiel sehr häufig habe ich die Frage, ich habe jetzt einen Prozess modelliert, also schön beschrieben, und frage mich, was kann ich jetzt diesem Prozess eigentlich Gutes tun, um eine gewisse Zielstellung zu erreichen? Ich habe zum Beispiel das Ziel, dass der Wareneingangsprozess bei uns irgendwie doppelt so schnell geht. Und dann kann ich einfach sagen, ChatGPT, mach mir mal einen Vorschlag, was ich tun könnte, um diese Prozessbeschreibung, und die kopiere ich dann dort hinein, so zu gestalten, dass der Prozess doppelt so schnell abläuft. So, das ist, was da an Vorschlägen kommt, ist nicht alles brauchbar. Da ist nur ein gewisser Prozentsatz bei brauchbar, aber es generiert ganz hervorragende Ideen und Suchrichtungen sozusagen für den intelligenten Menschen, der gerade mit dem Computer interagiert. Und so wird man dann sagen, okay, das eine Drittel von Ideen war totaler Quatsch. Das zweite Drittel, ja, da wäre ich innerhalb von 4 Sekunden auch drauf gekommen. Und das dritte Drittel, das ist dann halt vielleicht ein bisschen genial und vielleicht etwas, wo ich sage, okay, das gibt mir eine ganz gute Anregung, ganz gute Assoziationsketten, die dadurch bei mir angeregt werden, was man denn tatsächlich Schlaues machen könnte. Oft steht die Lösung selbst nicht unbedingt ganz genau da, aber es gibt halt schon mal eine ganz gute Anregung und knapp neben der vorgeschlagenen Lösung ist dann genau die geniale, gute Lösung. So kann man sich zum Beispiel sehr schön auch so Maßnahmen generieren lassen, wenn es darum geht, gewisse Zielstellungen zu erreichen. Oder auch ein schönes Beispiel ist das Thema Risiken. Dass ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Wareneingangsprozess, der ist jetzt derart beschrieben. Schlag mir doch mal vor, was wir typischerweise bei so einem Prozess für Risiken, Prozessrisiken haben. Auch da kommen sehr vernünftige Sachen bei raus und da kann man wiederum sich Maßnahmen vorschlagen lassen zu diesen Risiken. Was kann ich tun, um mit diesen Risiken geeignet umzugehen? Das sind so typische Anwendungsfälle, die jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren, um Ideen zu generieren. Das ist nicht unbedingt die perfekte und richtige Lösung, aber schon sehr, sehr gute Vorschläge im Sinne einer Assistenz. Es ist ja bei vielen Unternehmen der Sachverhalt, dass wir nicht komplett auf der grünen Wiese anfangen, sondern dass es ja eigentlich schon Prozessmodelle gibt zum Beispiel oder dass ich eben auch mit den Prozessexperten tatsächlich ein Interview führen kann und es ist sehr leicht, eigentlich aus der gesprochenen Sprache mittlerweile ein Transkript zu erstellen, indem ich ja zum Beispiel dann ChatGPT oder andere Chatbots quasi damit füttern könnte. Jetzt ist auch die BPMN ja eine sehr stark formalisierte Modellierungssprache, die also einfach regelbasiert ist, also eigentlich eine super Grundlage fürs Training von solchen KIs. Kann ich es einfach tatsächlich dem Modellierer ja überflüssig machen, indem ich Text oder Sprache einfach nehme, in die KI reinpacke und jetzt kommt das komplett fertige BPMN-Modell raus? Ist das die Zukunft der großen Suiten? Ja, so grob in diese Richtung geht tatsächlich meine Vision. Also was auf jeden Fall jetzt schon sehr gut geht, ist, dass ich zum Beispiel einfach mir ein Handy schnappe und da einfach mal eine Prozessbeschreibung oder eine Arbeitsanweisung reinquassele, einfach als textuelle Beschreibung. Ich kann auch als Letztes sagen und ach, als Erstes, bevor du alles andere machst, machst du bitte den und den Schritt und das wird dann ChatGPT nachher korrekterweise dann oben vorsetzen. Das heißt, ich quassel das erstmal als Freitext rein, sozusagen als Speech-to-Text, kopiere diesen Text in ChatGPT und sage, mach mir daraus mal bitte eine gute tabellarische Prozessbeschreibung, weil die ganz gut im Alltag verarbeitbar ist, so als Gedächtnisstütze, als Orientierungshilfe für alle Mitarbeitenden. Oder generieren wir auch daraus dann wiederum ein BPMN 2.0-Diagramm. Und habe damit tatsächlich schon einen sehr einfachen Weg, um zu einer Prozessbeschreibung oder zu einem Prozessmodell zu kommen. Das geht im Prinzip heute schon. Das wird nur zukünftig noch eleganter gehen. Und meine Vision geht jetzt noch einen Schritt weiter. Und zwar, dass ich sage,
Wir haben heute sehr häufig den Fall, dass wir eine Zwei-Kanal-Kommunikation von Prozessinformationen haben. Das heißt, wenn jetzt ein Geschäftsführer eine Prozessänderung irgendwie in die Organisation einsteuert, macht er das häufig per Mail an alle, so sinngemäß. Zukünftig ist bitte die Freigabegrenze für Büromaterial nicht 100, sondern 50 Euro oder so. Und dann dauert das ein paar Tage, Wochen oder Monate, bis das irgendein Prozessmanager oder Qualitätsmanager merkt und in dem Prozessmodell nachzieht, dass da ja irgendwo eine Freigabegrenze geändert wurde. Ja, immer so eine Zwei-Kanal-Kommunikation. Und meine Vision ist, dass sich das auflösen wird, dass also der Geschäftsführer gar nicht mehr die E-Mail an alle schickt, sondern er schickt die E-Mail an die Moderierungssoftware oder an die Management-System-Software. Und die setzt das automatisch in strukturierte Informationen an die richtige Stelle im Prozess um und löst automatisch eine Information an den interessierten Personenkreis aus, an die Stakeholder aus, sodass sie wissen, ach guck mal, da hat sich eine Freigabegrenze geändert. Sodass diese Zwei-Kanal-Kommunikation gar nicht mehr existiert, sondern alle strukturierten Führungsimpulse direkt über die Management-System-Software läuft oder die Prozessmanagement-Software und darüber dann die richtigen Informationen, Personen informiert werden, dass sich da was ändert. Und das halte ich auch für nicht so entsetzlich weit weg. Also ich glaube, dass technologisch im Prinzip alles da ist, vor allem für einfache Führungsimpulse, wie zum Beispiel ersetzt jetzt die Freigabegrenze für Büromaterial von 50 auf 100 Euro oder andersrum. Komplexer wird es natürlich, wenn ich sage, wir haben drei Vertriebsprozesse und ich möchte jetzt als Geschäftsführer, dass wir zukünftig nur noch einen haben, dass wir den harmonisieren. Dann ist das natürlich ein sehr, sehr komplexer Vorgang, was da im Hintergrund passiert, dieses Mergen von drei Vertriebsprozessen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das ein mögliches Zielbild der Zukunft ist, wie Prozessmanagement und Managementsysteme mit AI gestützt funktionieren könnten zukünftig. Und ich glaube, dass das nicht so unmöglich ist. Also eher so Horizont 2 bis 4 Jahre, als jetzt, dass es irgendwie 10 sind oder so. Ja, aber dann ist es schon so, dass der klassische Modellierer, der aus einem Gespräch mit einem Prozessexperten tatsächlich dann schön Schritt für Schritt quasi ein Diagramm malt, dass das weniger werden wird, sondern wir brauchen dann eigentlich mehr Prozessexperten oder Begleiter, Prozesscoaches, die dann tatsächlich in der Lage sind, eben solche komplexeren Aufgaben wahrzunehmen, vielleicht mit Unterstützung durch die Software und Ähnliches. Also auch da wird es dann sicherlich wieder wie in allen technologischen Revolutionen gehen, dass die einfachen Teile quasi des Berufsbildes wegfallen, weil sie unterstützt werden durch Automatisierung, durch Technik, durch eben in dem Fall ist KI und hingeht quasi zu komplexeren Aufgaben, wo man eben ein bisschen mehr Verständnis auch braucht. Ganz genau. Also davon gehe ich auf jeden Fall auch aus. Es kann gut sein, dass es auch Modellierungsaufgaben geben wird, die weiterhin ein Stück weit bleiben werden. Das kann ich nicht ganz überblicken, aber ich glaube, dass viele einfache Modellierungsaufgaben entfallen werden, ja, auf jeden Fall. Und zwar in mehrerlei Hinsicht, ne? Das eine ist das, was ich eben sagte, dass man direkt schon sehr, sehr gute Prozessvorschläge geliefert bekommt und dann nur noch Kleinigkeiten modifizieren muss und dass die Modellierungsgeschwindigkeit einfach sehr, sehr erhöht. Oder auch, dass während ich modelliere, zum Beispiel, ich habe die ersten drei Schritte modelliert und dann wird mir der vierte schon vorgeschlagen. Meinst du vielleicht als nächstes den folgenden Schritt? Weil auf Basis von den Lerndaten, Trainingsdaten ist wahrscheinlich der vierte Schritt jetzt der. Kann ich einfach nur das auch annehmen, ablehnen. Das beschleunigt natürlich ganz gewaltig die Modellierung. Bis hin zu, dass mir die Modellierung eben komplett automatisiert abgenommen wird, weil ich einfach nur entweder textuell oder aus dem Interview sozusagen Informationen eingebe, die automatisch im Prozessmodell übersetzt werden. Oder aber von der anderen Seite gedacht, dass eben das Process Mining immer stärker wird und einfacher wird, sodass daraus automatisiert Prozessmodelle entstehen. Es sind also zwei Möglichkeiten, wie sowas entstehen kann. Process Mining sozusagen eher aus der technischen Sicht, wie so etwas bei digitalen Prozessen, digital ablaufenden Prozessen sich verändern wird. Dass es sehr einfach wird, dort Prozesse zu modellieren, einfach auf Basis von Ist-Prozessen, die dort aufgenommen werden. Oder eben von der anderen Seite, wie ich das eher beschreibe, dieses Humanzentrierte, dass Menschen miteinander interagieren und aus der menschlichen Interaktion, also aus der Kommunikation, aus der Sprache heraus automatisiert Prozessmodelle generiert werden. Das sind so die zwei Richtungen, die sich wahrscheinlich irgendwann auch treffen werden. Das Process Mining aus technischer Sicht und das, ich sag mal, dieses ChatGPT-Ansatz sozusagen aus dem humanzentrierten Prozessmanagement-Ansatz. Das ist ein ganz spannender Aspekt, dass ich das mit dem Process Mining mit reinbringe. Bisher war es ja immer so, dass ich eigentlich beim Process Mining schauen musste, dass ich an Zeitstempel zum Beispiel an den verschiedenen Transaktionsdaten rankomme, was oft eine große Hürde war. Insbesondere dann, wenn ich eben Softwarebrüche habe, dass ich auf der einen Seite ein ERP-System zum Beispiel habe, auf der anderen Seite vielleicht tatsächlich eine dezidierte Software, um irgendetwas zu tun und die miteinander schlecht oder nicht kommuniziert haben. Jetzt könnte ich ja dann tatsächlich auch gerade im Bereich von Büromitarbeitern hergehen und sagen, ich
spreche quasi mit, was ich derzeit am Bildschirm tue, habe damit ja eigentlich ein Interview schon gemacht, ein Prozessinterview, und das kann ich dann wieder übersetzen lassen in einen Prozess. Das geht ja eigentlich sehr viel schneller und sehr viel leichter und habe wenige technische Hürden, um eben fürs Process Mining diese Zugangsbarrieren einfach niederzureißen dann. Genau, also das wäre so für mich so eine Symbiose aus diesen beiden Gedankenwelten sozusagen und ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt, wie sich das da entwickeln wird, aber ich sag mal, dass ChatGPT oder generative KI ist einfach, jetzt trifft genau den Nerv sozusagen des Themas Management-System. Denn wo ist ChatGPT oder wo sind generative KI besonders stark? Das ist bei leicht strukturierten textuellen Informationen. Und was haben wir denn im Themenfeld Management, System, Dokumentation, Prozessmanagement? Ja, das sind leicht strukturierte, manchmal auch etwas stärker strukturierte textuelle Informationen. Also genau das, wo generative KI ganz besonders stark ist. Und deswegen glaube ich, wird generative KI tatsächlich das Thema Prozessmanagement sehr, sehr stark beeinflussen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon ganz klar sagen. Jetzt denken wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt hatten wir gesagt, dass die Rolle des Modellierers sich zumindest stark verändern wird. Jetzt gibt es ja auch die großen Standardisierungsfirmen, sind es ja teilweise, Gruppen. Also ich denke es hier an APPMP zum Beispiel oder APQC und so weiter, die großen Frameworks zusammengetragen haben, die dann auch eben etwas detaillierter eben gegen Entgelt auch verkaufen. Das bedroht aber eigentlich auch solche Geschäftsmodelle, weil wenn mir die KI letztendlich ja Vorschläge macht, wie ich meine Prozesse strukturieren sollte, warum brauche ich noch die großen Frameworks? Das kann ich noch nicht so ganz beurteilen, denn in den Frameworks steckt schon auch eine Menge Know-how, wie man so etwas gut macht. Und ich weiß noch, und auch relativ spezifisch für eben gewisse Anwendungsfälle, je nachdem, welches Framework man sich anschaut. Also das kann schon auf jeden Fall ein Stück weit die verdrängen, aber ich hätte die Hoffnung, dass sie, wenn man da genug Gehirnschmalz reinsteckt, immer noch ein bisschen schlauer sind als die KI, der doch etwas relativ Generisches generiert. Bei der KI ist es bislang aus meiner Sicht so, dass man sie eigentlich im Wesentlichen als Assistenz nutzen kann. Die wird mir also nie sagen, wie es richtig ist, sondern die wird mir einfach Ideen liefern, die wird mir Vorschläge machen. Und da muss ich immer noch als Mensch, und das ist auch gut so, nochmal drüber schauen und hinterfragen, was heißt das jetzt für mich und wie kann ich das für mich anpassen und was heißt das, also wie gestalte ich das jetzt in meinem Kontext ideal? Und bis das entfällt, ich glaube, das dauert noch ziemlich lange, aber der Wert als Assistenz, der ist, glaube ich, schon extrem hoch. Und so sage ich jetzt auch in meinen Vorträgen im Moment immer ganz gerne, dass wir eigentlich so drei Evolutionsstufen haben, wie KI in unsere Prozessmanagement-Welt Einzug erhält. Der erste Schritt ist eigentlich das, was wir jetzt schon ganz viel erleben, dass Menschen in ChatGPT oder in einem Wettbewerberwerkzeug sich Ideen besorgen, das dann rüberkopieren in ihr Mail-Client oder in ihr Prozessmodellierungstool oder was auch immer und das dann eben weiterverarbeiten. Das heißt, eine Assistenz in einem separaten Tool. Und das kann man eigentlich noch aufgliedern in Reifegrad 1a und 1b. 1a ist, dass ich das einfach nur ausprobiere, damit rumspiele, und 1b ist, dass ich das schon produktiv in dieser Form nutze, dass ich also schon mehr Zeit gewinne, als ich dort hineinstecke. Der Reifegrad 2 ist dann, dass diese künstliche Intelligenz schon in meinem Tool integriert ist, also zum Beispiel in meinem Outlook oder in meinem QWiki, jetzt in unserem Produkt, das schon integriert ist, dass ich mir schon Prozesse vorschlagen lassen kann und ähnliches. Also eine Tool-integrierte Assistenz ist dieser Reifegrad 2. Und den, glaube ich, den erleben wir gerade alle, dass das im Wochenrhythmus jetzt in die Tools einfließt und dort eben mir Vorschläge gemacht werden und ich einen Assistent habe, ein Co-Pilot oder wie auch immer es heißt. Und dann der dritte Reifegrad, und den sehe ich noch relativ weit weg, ist, dass das wirklich zu einer Automatisierung im Tool führt, dass ich also mir völlig autark automatisiert zum Beispiel Prozessänderungen vorschlagen lassen kann, die dann aber direkt schon automatisiert zur Umsetzung geführt werden, ohne dass da noch ein Mensch drüber schaut. Also nicht mehr Assistenz, sondern sozusagen vollautonom. Und das glaube ich nicht in absehbarer Zeit, dass wir da hinkommen. Zumindest nur in Ausnahmefällen wird das passieren. Das heißt, es wird relativ lange diese Assistenzphase sein, diese Reifegrad 2, wo Tool integriert mir assistiert wird. Und ich denke, das wird letztendlich auch die Antwort auf die Process Frameworks sein, dass es nur eine Assistenz sein kann und sie wahrscheinlich nicht komplett ablösen wird. Ein
größeres Diskussionsthema in den Betrieben ist ja immer das Thema Prozesssteuerung, insbesondere wenn ich dann mit versuche, tatsächlich auch Prozessleistungsdaten zu bekommen und mir anzuschauen, ob der Prozess gut läuft oder ob er irgendwo Potenzial hat, dass ich ihn verbessern muss, letztendlich, weil bestimmte Ziele nicht erreicht werden. Also Qualitätsziele werden nicht erreicht, Durchlaufzeiten passen nicht oder wie auch immer. Wobei aber das Problem ist, letztendlich dann die Maßnahmen zu erkennen, was zu tun, gar nicht das Problem, sondern erstmal die Prozessdaten zu erheben. Das sehe ich immer wieder in den Betrieben. Es gibt eine große Reaktanz zum Erheben von Prozessdaten. Kann auch da die KI uns helfen, tatsächlich, dass wir vielleicht ohne das harte Messen der Ausstoßmenge einer Maschine an vernünftige Prozessdaten irgendwo kommen? Das ist tatsächlich nicht mehr so ganz mein Themenfeld. Nicht meine Spezialisierung sozusagen. Ich glaube, da kann es nicht so stark helfen, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt zumindest nicht so die Ideen. Das wird wahrscheinlich eben andere, die dann besser sind. Letztendlich ist es, glaube ich, da sind es zwei Faktoren. Das eine ist halt, dass ich die Sensoren habe, also dass ich überhaupt die Daten erheben kann, die ich brauche. Jetzt auch im technischen Sinne ist mein Produktionsprozess oder was ich da tue, wenn ich Dachdecker bin, ist halt mein Dachdeckprozess halt relativ schwach mit Sensoren ausgestattet. Das heißt, ich habe relativ dünne Datenlage teilweise. Das heißt, teilweise brauche ich überhaupt erstmal die Sensorik, um überhaupt Daten generieren zu können. Das ist das eine, oder das andere ist dann halt auch die Akzeptanz in der Organisation, diese Daten zu erheben. Und das ist halt die Frage, wie schaffe ich es, diese Akzeptanz zu generieren bei den Mitarbeitenden, warum wir diese Daten erheben, was wir überhaupt damit machen und Ähnliches. Und ich glaube, da sind wir gerade in Deutschland besonders sensibel. Und das ist dann eher die Change-Aufgabe und da ein Verständnis für zu schaffen, eine Dringlichkeit aufzuzeigen, beziehungsweise auch den Nutzen aufzuzeigen, auch den persönlichen Nutzen des Einzelnen, nicht nur den Nutzen für die Organisation, sondern den Nutzen für den Einzelnen. Das sind, glaube ich, so die zwei Herausforderungen, die es da gibt. Das ist aber weitestgehend unabhängig, ob das AI gestützt ist oder nicht. Ich glaube, AI kann da einfach Sachen besser aggregieren. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, wenn es um Datenanalyse geht, dass ich vielleicht also große Datenpools habe und dann besser Daten aggregieren und auswerten kann. Auch auf Auswertungen kommen, auf die ich nicht kommen würde, wenn ich einfach nur händisch drauf schauen würde. Aber in der Datenerhebung habe ich jetzt keine so große Idee, was da sich drastisch verändert. Ich sehe im Moment zumindest in der Praxis, in meinem Umfeld, da keine großen Veränderungen. Na, ich dachte, es wäre in zwei Richtungen. Also einmal die qualitative Datenerhebung. Ich sage jetzt mal jetzt die Idee zu bringen oder den Vorschlag zu machen, hey, wenn du jetzt keine Datenstempel hast, weil du zum Beispiel jetzt ein heterogenes IT-System hast, schau dir doch mal an, zum Beispiel, wie viele Rechnungen im letzten Kalenderjahr geschrieben worden sind, und dann machst du zu fünf unabhängigen Zeitpunkten einfach mal eine Stichprobe und nimmst die bekannte Form nach Little und machst einfach mal die Durchflussmenge, dann hast du ungefähr eine Durchlaufzeit, die du ermitteln kannst für den Prozess Rechnungen schreiben, mit der ist zwar nicht exakt, aber mit der ist genau genug, um damit Entscheidungen zu treffen, der Prozess passt oder passt nicht. Das sind ja einfach mal so qualitative Anleitungen, wie ich letztendlich auch an Prozessdaten rankommen kann, ohne dass ich jetzt harte Messdaten habe zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich um quantitative Analysen geht, kann man ja jetzt schon eigentlich ChatGPT auch dabei helfen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt den Python-Code, um eine Datenbank anzuzapfen und einfach Daten zu extrahieren. Also auch das ist ja schon ein großer Schritt nach vorne, dass Leute, die jetzt keine Programmierer sind und eigentlich keine Software-Ingenieure sind, trotzdem vielleicht an Daten rankommen können. Also das waren so die zwei Denkrichtungen, die ich hatte, wo die KI vielleicht mir sogar helfen kann, auch an Daten von Prozessen ranzukommen. Ja, das stimmt. Also das sind gute Ideen. Da bin ich gar nicht so intensiv drin sozusagen in dem Themenfeld. Da haben wahrscheinlich andere schon mehr Ideen, wie man das produktiv nutzen kann. Hatte ich jetzt in meinem Umfeld noch nicht so viel. Ja, wo sehen Sie, dass die Reise hingeht in Zukunft noch? Was sind so aus Ihrer Sicht noch die großen spannenden Themen zum Thema KI und was werden wir sehen? Vielleicht kurzfristig, mittelfristig oder in der langen Vision noch? So als Schluss quasi von dem Gespräch. Genau, ich hatte es ja eben schon ein bisschen angedeutet, was meine Vision ist, dass ich sage, das Management-System Informationen, also strukturierte Prozessinformationen von Führungskräften beispielsweise, nicht mehr über diese zwei Kanäle laufen, sondern wirklich über den einen Kanal laufen. Das ist sozusagen meine Positivvision, dass ich glaube und hoffe, dass man zukünftig gar nicht mehr so viel modellieren muss, sondern dass man einfach einen Führungsimpuls textuell oder einfach verbal sozusagen einer Engine übergibt und die macht daraus strukturierte Informationen und streut das an die
an die Adressaten. Es gibt eine Negativvision, die ich habe, bei der ich hoffe, dass es eher nicht passiert. Und zwar gibt es ja sehr viele Prozessmodelle oder Prozessbeschreibungen, Managementsystemdokumentation in der Welt, die dazu da sind, um Zertifikate zu bekommen, Richtung 9001 oder anderer Art. Und ich glaube, dass ich durch generative KI sehr einfach Managementsystemdokumentation und so ein Managementsystem generieren lässt, was zertifizierbar ist, aber keinen Nutzen stiftet. Und das ist für mich so ein Negativszenario, weil man damit sozusagen KI-basiert so eine Zertifizierung sich erarbeitet. Jetzt könnte man das noch weiterspinnen. Vielleicht ist der Auditor dann auch irgendwann eine KI und dann unterhält sich nur noch KI mit KI in dem Themenfeld. Und dann hört es irgendwann auf, sinnig zu werden. Das wäre so ein Negativszenario, was ich mir vorstellen könnte, was ich hoffe, dass es nicht eintritt. Das war ein Beispiel, an das absolut ich nicht gedacht hatte. Das hat natürlich recht. Generiere mir bitte ein ISO 9000 zertifizierungsfähiges Management-System. Plupp, da ist es. Ja, und das könnte noch halbwegs unternehmensspezifisch sein. Das heißt, ich bin Dachdecker und dann bekomme ich eins für einen Dachdecker innerhalb von 4 Minuten zusammengestellt. Dann kommt danach ein Auditor und prüft das. Und irgendwann die Zertifizierungsgesellschaften werden merken, ja, das, was der Auditor macht, das kann eigentlich auch eine KI machen. Und dann wird ein automatisch generiertes Management-System wird von einer KI geprüft. Und da kann man das Thema Zertifizierung auch einfach sein lassen. Dann spätestens dann ist es einfach Quatsch. Ja, das kann man nur unterstreichen, das ist richtig. Ja, noch vielleicht als letzte Frage, wann kommen denn eigentlich die KI-Unterstützer, die KI-Assistenten tatsächlich in die Tools? Oh, das ist jetzt schon so. Es gibt schon die ersten KI-Unterstützungen. Auch im KuWiki gibt es jetzt die erste Unterstützung. Also diese Prozessvorschläge sich generieren zu lassen, kann man sich jetzt schon anschauen bei uns. Das heißt, das kommt jetzt hier im Wochenrhythmus. Ich meine, ich weiß nicht, wann jetzt der Zuschauer sich das anschaut. Wir sind jetzt im Dezember 2023 und die ersten KI-Unterstützungen sind tatsächlich in den Prozessmanagement-Tools und Management-System-Werkzeugen integriert. Und geht jetzt sehr, sehr schnell, weil das auch nicht extrem aufwendig ist, zum Beispiel ein OpenAI oder ein ähnliches anzubinden. Das heißt, hier im Monatsrhythmus werden wir jetzt eine Nachricht bekommen, dass irgendjemand wieder einen neuen Use Case in seinem Tool integriert hat. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Super. Alle Links natürlich unten in der Videobeschreibung, dass man das nochmal in Ruhe nachlesen kann. Und ich wünsche Ihnen noch soweit einen schönen Zeit zwischen den Jahren und ich bin super gespannt, was da jetzt wirklich noch passiert im Wochenrhythmus. Deswegen lohnt es sich immer wieder mal im Wochenrhythmus vorbeizuschauen. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Je mehr ich mich mit dem Thema KI beschäftige, desto mehr wächst in mir das Bewusstsein, dass für Mitarbeiter, Unternehmen und Geschäftsmodelle in den nächsten 5 Jahren ein massiver Umbruch einsetzt. Damit Sie in der Entwicklung zum Thema KI am Ball bleiben und sich selbst über verschiedene Aspekte zum Einsatz der KI in Ihrem Unternehmen Gedanken machen können, setze ich diese Serie natürlich fort. Daher abonnieren Sie jetzt meinen Kanal, damit Sie diese Videos nicht verpassen. Ich habe noch einige Experten mit Ihren Ideen in der Pipeline. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.